Das Volk der Kuna vor den paradiesischen San Blas-Inseln vor Panamas Küste birgt einen schier unerschöpflichen Schatz an Wissen. Die Traditionen werden auch heute noch gelebt, doch immer mehr Indigene verlassen ihre Heimat, weil Perspektiven fehlen. Auf den Inseln wohnen heute rund 30.000 Kuna, 70.000 leben in der Stadt. Dort droht das alte Wissen Schritt für Schritt zu verschwinden. Nicht so in dieser Kuna-Gemeinde in Panama-Stadt, wo der katholische Priester Felix de Lama und Briseida Iglesias, eine Gelehrte vom Volk der Kuna, die Kultur ihrer Vorfahren weitergeben, wie beispielsweise die Schöpfungsgeschichte der Kuna. Zusammen übertragen die Jugendlichen die Bedeutung der Sagen auf die heutige Zeit. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt die Indigena-Pastoral und den Einsatz der Kuna für die Bewahrung der Schöpfung. Nuestra vida depende de ella, porque de ahí nuestro alimento. Unser Leben hängt von der Natur ab. Unsere Lebensmittel kommen von ihr. Unser Leben hängt von der Luft ab, denn ohne sie würden wir sterben. Unsere Gruppe ist zu dem Schluss gekommen, dass man eine gute Verbindung zur Natur wahren muss, obwohl das in dieser Welt verschwindet. Für Briseida ist der engagierte 17-jährige Student der öffentlichen Verwaltung ein Hoffnungsträger. Durch Heroncio werden die Traditionen der Kuna eine Zukunft haben. Er ist ein sehr intelligenter Jugendlicher, er hört zu, analysiert und meldet sich zu Wort. Deshalb sehe ich in ihm einen Anführer der Gemeinde. Egal woher wir kommen und wohin wir gehen, wir dürfen nie unsere Wurzeln vergessen. Und deshalb kehrt er regelmäßig auf die Insel Playon Chico zu seiner Großmutter zurück und erzählt seinen Freunden, was er alles in seinem Studium bei Briseida und Padre Felix in Panama-Stadt gelernt hat. Dabei hat er ein großes Ziel: die vom Klimawandel bedrohten Inseln zu schützen, damit die Kuna auch in Zukunft im Einklang mit der Natur und ihren Traditionen leben können. Tenemos que mantener viva nuestras tradiciones. Wir müssen unsere Traditionen lebendig halten. Ich will dafür sorgen, dass unsere Traditionen nicht in Vergessenheit geraten. Wir spüren den negativen Einfluss des Klimawandels sehr. Wir Kuna leben von der Natur und wir müssen sie beschützen. Das machen wir. Wir leben mit ihr. Sie ist unsere Familie, ein Teil von uns selbst. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, die Welt zu verändern. Es hängt von uns ab. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.